Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und weiter geht's in Workers and Resources. Hallöchen. Nachdem die Auswirkungen der Kieskrise jetzt erstmal so halbwegs überstanden sind und die Lieferungen von Kies in der Republik wieder zugenommen haben und die Baustellen versorgt werden, kümmern wir uns jetzt mal um liegen gebliebene Sachen. Die Straßenbahn, auf was ich ja lange schon warte, dass sie fertig wird, ist leider noch nicht ganz fertig. Ein Gebäude ist noch in Arbeit. Da kommen wir vielleicht im Laufe der Folge zu. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Radeberg. Da hatten wir ja hier ein neues Wohngebiet nochmal eröffnet, um die Arbeiterversorgung in unserem Robotron-Elektronikwerk zu verbessern. Da sind jetzt viele Gebäude fertig geworden und als ich hier erzählt habe, eben ist auch gerade diese Schule fertig geworden. Allerdings habe ich hier ein Problem gesehen. Wie sollte es anders sein? Ich hatte den Strom vergessen, das hat man schon nachgeholt. Und was ich komplett vergessen hatte, mich darum zu kümmern, als wir diese Gebäude gesetzt haben, ist die Wasserversorgung. Und Heizung im Übrigen auch, hatte ich auch vergessen. Heizung ist aber zum Glück kein Problem. Die ganzen Gebäude haben alle eine Heizverbindung, zufälligerweise, weil wir hier einen Wärmetauscher stehen haben. Auch die Wasserversorgung ist grundsätzlich kein Problem. Auch die entferntesten Gebäude haben eine Wasserversorgung. Bei dem bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das müsste da auch da eine Wasserversorgung da sein. Genau. Die blaue Linie ist da. Was allerdings fehlt, ist jetzt schon bei dem Kindergarten hier eine Abwasserversorgung. Und das betrifft nur ein paar einzelne Gebäude. Dieses Gebäude ist gerade noch so in der Reichweite vom Abwassertank drin. Aber dieses Gebäude nicht mehr und dieses Gebäude auch nicht mehr und bei dem weiß ich es nicht mehr. Ja, das hat auch keinen Wasser. Doch, hat hier unten. Auch gerade so. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal eine neue Abwassertank hier reinsetzen. Denn so kann das natürlich im Sozialismus nicht bleiben. Wir sind ja nicht im Faschismus, wo alles braun ist. Und dann machen wir einfach nochmal eine Rohrverbindung hier hin. Das ist das Einfachste. Das können die sozialistischen Arbeiter auf jeden Fall in Windeseile errichten. Und wo schließen wir uns an? Die Anschlüsse sind relativ weit weg leider. Aber hier zeigt der Anschluss auch in die richtige Richtung. Dann machen wir das so. So, der Gehweg, da machen wir wieder einen Feldweg draus. Oh. Yeah. Na gut. Das war auch typisch Sozialismus. Da wurde mal wieder mehr gelöscht als vorgesehen. Ich hoffe, da ist jetzt keiner dabei, der jetzt unbedingt notwendig war. Doch, vermutlich schon. Um den Konsum zu erreichen. Moment, da müssen wir einen Feldumweg legen. Der hier so vorbeiführt. Und dann machen wir den Kiesweg neu und den Feldweg für das Abwassertank, den legen wir so dran und dann können wir hier dran arbeiten. So. Nochmal rückgreifend auf die Kieskrise. Ich kann mir ungefähr vorstellen, warum wir jetzt einmal so erhöhten Kiesbedarf haben. Wir haben ja hier hinten in Rüdersdorf relativ viele Straßenprojekte geplant. Einerseits die Autobahn Richtung Eisenhüttenstadt da hinten und die Anbindung der Autostadt in diese Richtung. Und die Straßen sind schon relativ weit fortgeschritten. Der erste Abschnitt ist zum Beispiel bis hierhin fertig. Und im nächsten Abschnitt liegen zum Beispiel schon 228 Tonnen Kies vorrätig, die da verarbeitet werden müssen. Und auch im nächsten Abschnitt liegen 225 Tonnen Kies, die da noch verarbeitet werden müssen. Dann hört es aber... Ne, hier sind auch nochmal 187 Tonnen Kies. Jetzt hört es aber auf. Also hier gibt es dann nichts mehr. Das liegt daran, dass ich hier die Hubschrauber schon vorbereitende Flüge angeordnet habe. Und die haben natürlich die ganzen Kies schon mal ausgeliefert. Ich gehe mal von aus, auch die andere Richtung, da ist das ähnlich passiert. Da haben wir ja auch hier die ganzen Aufträge alle beauftragt. Da ist natürlich Unmengen von Asphalt verbraucht worden. Hier liegen fast 120 Tonnen Asphalt drin. Da braucht man dann den Kies dafür.
Hier, die Straße ist schon fertig. Oh. Und auch die anderen, auf der anderen Seite die Straße ist fertig. Das frisst natürlich am Vorrat vom Kies, wenn wir hier die kilometerweit die Straßen bauen. Von daher, der jetzige Spike am Verbrauch von Kies ist dann damit zu erklären, denke ich. Und die Brücke hier ist fertig. Das ist cool. Dann können wir nämlich hier die Verbindungen rausnehmen. So. Und dann kann die hier abgerissen werden. Ach nein, die Straße ist noch gar nicht, fertig, weil wir die abgebrochen hatten. Okay. Gut, dann macht hier mal weiter. Wenn wir schon angefangen haben, dann könnt ihr jetzt hier das auch zu Ende machen. Auf der anderen Seite sind wir ja schon bis hier hingekommen und dann können wir dann die letzten Meter auch noch machen. Gut. Kies ist jetzt ein bisschen mehr hier da. Also das heißt, es gibt jetzt ein bisschen Vorrat an Kies wieder. Und hier liegen auch wieder ein bisschen Kies drin. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, jetzt Richtung Lubmin. Da habe ich mir angeschaut, wie gesagt, das letzte Gebäude, um die Straßenbahn in Betrieb nehmen zu können. Oh, die ist fertig. Kommen wir gleich zu. Was da aber auch in Arbeit ist und was auch richtig viel Kies verbraucht haben dürfte, ist hier die Brücke in die Atomindustrie. Die ist jetzt fast fertig. Da müssen, glaube ich, nur noch Arbeitstage geleistet werden. Nein, Beton muss noch abgeliefert werden. Aber auch die nächsten Abschnitte sind durch den Hubschrauber hier gemacht worden und sind auch schon relativ weit. Und hier hinten gibt es sogar auch eine Asphaltstraße, die schon fertig ist. Und allerdings hier hinten gibt es immer noch die Feldwege, die hatte ich damals verwendet, um das zu planen. Die machen wir mal in Asphaltstraßen. Denn auf Feldwegen, die Baufahrzeuge ranführen, das will ich nun auch nicht. So, das können wir erstmal machen. Und dann können wir auch den Hubschrauber da draufsetzen. In dem Fall ist das der Hubschrauber aus Spremberg. Genau. So, dann kann der erstmal basteln. So, dann hat man in der letzten Folge hier dieses Baubüro in Betrieb genommen mit diversen Baufahrzeugen, die wir dahin umgezogen haben. Und wir sehen hier, das Betonwerk kann keinen Beton produzieren. Ja, weil keine Arbeiter da sind. Okay, aber darum kümmern wir uns jetzt, denn wir werden jetzt hier endlich die Straßenbahn Lubmin in Betrieb nehmen. Aktuell ist die Arbeiterversorgung hier mit einer Buslinie aus Radeberg. Und vermutlich gerade im Winter, da dürfte die Anlieferung ein bisschen schwierig sein, weil hier nicht durchgehend geräumt wird. Allerdings fällt mir ein, ach genau, wir haben hier die zweite Tunnelröhre endlich fertiggestellt. In der Autobahnanbindung Lubmin-Radeberg. Und wo ich einmal dabei bin, können wir das dann jetzt auch mal in Einbahnstraßen umdefinieren. Damit die Straßenanbindung Lubmin dann mal richtig funktioniert. So. Ja, bisschen Sisyphus-Arbeit jetzt. Aber da müssen wir durch. So. Andere Seite noch. So, ich glaube, da müssten wir jetzt hier fertig sein. Ich glaube, hier hatte ich angefangen eben, oder? Ich glaube, beim Tunnel hier, genau. So. Hier sind noch ein paar einzelne Abschnitte. Gut.
Dann die Straßenbahn. Auch hier werde ich wieder, wie in allen anderen Fällen, wo wir Straßenbahn haben, werde ich die Straßenbahn direkt ins Depot reinkaufen. Weil die Anbindung per Eisenbahn nicht funktioniert, weil wir keine Grenzstation haben, die mit die elektrifiziert ist. Das werden wir erst haben, wenn Lubmin alles fertig ist. Und deshalb kaufen wir die direkt ins Depot hier rein. Wie immer kaufen wir diese LM68M. Und werden noch mehr Straßenbahn werden. Denn die Länge der Straßenbahn hier ist doch sehr lang. Und ich gehe mal von aus, dass wir sicher 10... Ups. Oh. Was ist das denn? So habe ich es noch nie gesehen. Aber 4 Fahrzeuge vor Ort. Sinkt es? Ja, es sinkt. Okay. Gott. Ja, vermutlich liegt das jetzt am Winter, dass die Fahrzeuge nicht schnell genug vor Ort kamen, weil der eigentlich ist der die Feuerwehr hier hinten und ist eigentlich so weit entfernt. Aber wir haben hier noch keinen zuverlässigen Winterdienst. Ah, aber wir haben das Winterdienstgebäude, ist fertig. Da kaufen wir mal schnell 4 Schneepflüge. Keine Ahnung, ob die noch rechtzeitig in diesem Winter erscheinen. Aber sie sind schon da, weil natürlich der realistische Modus nicht aktiv war wegen den Straßenbahnen. Okay, aber die haben noch keine Stromversorgung. Aber ich glaube, Winterdienst oder die technische Dienstleistung funktionieren auch ohne Strom. So, dann stellen wir das mir kurz ein. Brücken gerne mitmachen. Einbahnstraßen. Und macht mal 2000 Meter. Gut. Es ist zumindest hier erfolgreich gelöscht worden. Das war ja mal ein Anblick der Götter. So in Flammen habe ich ein Gebäude selten gesehen. Okay, wo war ich denn eigentlich? Ach ja, ich wollte erzählen, die Straßenbahnlänge hier, wie lang die Straße ist, ist ja wirklich sehr lang. Und ich rechne damit, dass wir hier mit Sicherheit 10 oder 20 Straßenbahnen kaufen müssen. Ins Depot passen immer nur 4. Jetzt müssen wir erstmal die Linie dazu anlegen. So, wir fangen mal hier an, würde ich sagen. Dann fangen wir mit dieser Haltestelle hier an. Wenn wir jetzt in die Richtung fahren, müssen wir an der Haltestelle nicht halten, weil wir von da hinten nichts hier abliefern. Und einsteigen tut hier auch niemand, dann können wir das überspringen. Aber hier in der Innenstadt braucht man natürlich alle Haltestellen, die es gibt. Da und da und da und da. Und auf der Rückfahrt natürlich dasselbe wieder. Okay. Jetzt halt mal hier. Das ist ja unser Vergnügungspark. Da ist im Übrigen auch fast alles fertig, bis auf ein Gebäude. Da komme ich gleich zu. Und hier haben wir dann die Arbeiterversorgung für die Bauindustrie und die andere Feuerwehr. Dann noch einmal in der Endstation halten und dann müsste es das gewesen sein. So, wie nennen wir sie? Müsste dann... S30 sein, 20 ist Rüdersdorf, genau, dann machen wir hier S30. Lubmin. So, die Straßenbahn draufsetzen. Und ihr fahrt mal los. Gut, dann können wir direkt die nächsten 4 kaufen. Wieder den realistischen Modus deaktivieren. 1, 2, 3, 4. Ach, jetzt habe ich die Linie falsch zusammengestellt. Warum fahren die denn zuerst nach links? Ach ja, weil ich hier angefangen habe mit der Linie. Verdammt.
Das. Ja. Moment. Ich habe jetzt angefangen hier. Wenn wir das, was hier unten ist, nach oben bringen könnten. Was allerdings schwer wird. Moment, wir können aber hier einfügen die Endstation. Danach diese Haltestelle. Und dann können wir die hier rauslöschen. Und die letzte Endstation auch rauslöschen. Ich glaube, das müsste so korrekt sein. Ach, das habe ich nur bei der Logotonie. Ach, das habe ich nicht auf der Linie gemacht. Nee. Also nochmal. Die Endstation einfügen. Die Station dazufügen. Den Anfang entfernen. Genau, dann fängt er jetzt mit der Endstation an und fährt danach hier hin. Ja, so müsste das gehen. So, und jetzt müssen wir diese Lok nochmal hier draufsetzen, damit die keine eigenen Linie hat. Und die vier, die jetzt drauf sind, müssen wir allerdings jetzt hier manuell umsetzen, wo sie hin sie fahren sollen. Und er sollte jetzt eigentlich zur Endstation finden hier. Warum geht das nicht? Jetzt hat er's. Okay. So, du fährst auch zur Endstation, bitte. Genauso wie du. Und wie du. Das sieht korrekt aus. So, und der erste Halt müsste jetzt hier auch sein. Ja. Wobei man durchaus argumentieren könnte, dass da auch der erste Halt an dieser Haltestelle eigentlich sinnlos ist. Nachdem sie hier hinten angekommen sind, können sie hier nichts mitnehmen. Deshalb werden wir die Haltestelle auch entfernen. So, und damit wäre die erste Haltestelle dann da. Genau, nach der Endstation. Genau. So, die ganzen Haltestellen in der Innenstadt muss man dann nochmal durchgehen, ob da auch dann die Arbeiter warten dürfen. Das muss man nämlich dann ändern. Und du findest jetzt allerdings den Weg nicht. Warum willst du denn da unten hin? Du sollst doch hier hinfahren. Okay, ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass es jetzt richtig ist. Aber wir setzen mal die nächsten Eisenbahn auf die Linie drauf. Und mit Eisenbahn meine ich natürlich Straßenbahn. Dann haben wir jetzt 8. Können wir auf jeden Fall nochmal 4 nachkaufen. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. So, die 4 beobachten wir auch mal jetzt. Okay, der fährt los und findet den Weg. Der hat aber die Haltestelle noch drin. Habe ich die... Ach, das habe ich wieder bei einer einzelnen Straßenbahn wieder geändert, die Linie, ne? Dass ich das rausgenommen habe, oder? Ja, jetzt habe ich wieder mal einen einzelnen Lok gemacht. Ach. Okay, jetzt bin ich auf der Linie. Jetzt wird das Ding entfernt. Speichern. So, und dann müsste ich theoretisch das auch nochmal auf alle Fahrzeuge nochmal kopieren. Wo sind sie hin? Weil bei irgendeiner Lok habe ich jetzt das manuell umgestellt und die hat einen Plan, einen eigenen Plan und keinen Plan, der von der Linie kommt. Aber Moment, diese geänderte Linie müsste man ja hier sehen. Okay, scheint aber dann jetzt bei allen zu stimmen.
Gut. Wie sieht es mit denen hier aus? Was haben wir hier? Ja, die hat bei denen ist wieder nicht. Du sollst doch dahin fahren. Irgendwas klappt hier noch nicht so richtig. Muss mal gucken, ob das klappt, wenn die zurückkommen. Wo ist die erste Lok, die zurückkommt? Gut, ich beobachte das mal. In der Zwischenzeit können wir uns mal hier um dieses Gebäude kümmern, dieser Oktopus. Der wird nicht gebaut. Und der hat irgendein Problem mit der Straßenanbindung hier. Denn man kann hier keine Baubüros beauftragen. Man kann hier nur die Hubschrauberbaubüros beauftragen. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich beauftrage die jetzt mal, dass sie vom Hubschrauber gebaut werden können. Das Problem ist, wenn die Baufahrzeuge nicht reinfinden, es gibt keine Wegfindung hier rein, ob dann die Lieferfahrzeuge hier reinfinden, das bezweifle ich. Es könnte sein, dass die dann auch den Weg hier nicht reinfinden. Aber dann gucken wir mal, ob das dann klappt, wenn es fertig ist. So, es kommt die erste Lok hier zurück. Wir beobachten das Ding mal. Das fährt ja jetzt diese Haltestelle als letzten an. Ach, ich weiß, was das Problem ist. Wir haben hier zweimal die Endstation drin. Ah, Moment. Diesmal bearbeite ich das über die Linie. Ja, in der Linie habe ich vergessen rauszunehmen. Ah, verstehe. Genau, da muss man das am Ende hier rausnehmen. Und als erste Haltestelle ist die weiterhin drin für die neuen Fahrzeuge. Genau, jetzt müsste es gehen. So, und dann müsste das auch jetzt bei dem Fahrzeug raus sein. Ja, ist es? So, und dann müsstest du hier durchfahren. Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir die Haltestelle nochmal angucken. An der Haltestelle soll eigentlich niemand warten. Genau, das ist richtig. Das wird nur hier, ist das die Versorgung Arbeiter und Touristen und Passagiere für unser Vergnügungsviertel. An der Haltestelle kann eigentlich warten, wer will. Das Problem ist natürlich jetzt hier, hier sind so viele Passagiere. Ich glaube, 250 Leute können an den großen Haltestellen warten. Wir machen hier mal Arbeiter an. Es könnte sein, dass das allerdings überfüllt wird. So. Hier können wir eigentlich auch jetzt alles anmachen. Alle können warten. So. Bei dem Ding. Aktuell macht es überhaupt keinen Sinn, dass hier irgendjemand wartet, weil kein Wohngebäude in der Nähe ist. Eventuell werden wir hier in der Nähe noch Wohngebäude haben, aber das sieht korrekt aus. Hier soll nur abgeladen werden. Und die sind sowieso alle deaktiviert. Hier ist eh noch nichts los. Genau wie hier. Da können wir auch erstmal alles deaktivieren. So. Das sieht doch erstmal korrekt aus. Jetzt haben wir 12 Fahrzeuge auf der Linie drauf. Wie sieht es die Verteilung aus? Wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, was wartet. Haben wir auch noch Fahrzeuge ganz am anderen Ende? Moment, zu weit. Ja, wartet erstmal niemand, aber da kommt gerade eine an. Okay, jetzt sind sie halt relativ gleich verteilt. Gibt allerdings noch große Lücken hier. Ich nehme mal nochmal 3 Fahrzeuge dazu. Ach, wir haben ja noch 4 warten. Ach, aktuell sind nur 8 auf der Linie. Okay, und die warten hier. Moment, dann könnt ihr jetzt losfahren. Ach, wir haben die Linienzuteilung nicht gemacht. Okay, okay, okay. So. Okay. So, die 9 müssten jetzt aber eigentlich problemlos fahren. Genau. So. Dann dieses Vergnügungsviertel.
Da sind nun alle Gebäude fertig, wie gesagt, bis auf die auf den Oktopus hier. Und eigentlich müssten alle Gebäude eine Laufverbindung zur Haltestelle haben, genau. Hier die Feldwege können wir mal rausnehmen, die waren nur zum Bau notwendig. Machen wir mal die normale Geschwindigkeit rein. So. Jetzt wird der Oktopus auch gebaut. Sehr schön. Oh, okay. Der Sound war ja cool. Naja, cool. Ja, jetzt fehlen hier natürlich die Arbeiter. Solange Lubmin jetzt diese begrenzten Wohnen freigeschalteten Wohnblöcke hat, werden wir vermutlich nicht alle Arbeiter hier irgendwie besetzen können. Und also müssen wir auf jeden Fall mal die Anzahl der Arbeiter sowieso reduzieren. Achso, hier sind eh nur 0 drin aktuell schon. Da auch. Ja, da sind noch 5. Da sind 0. Ah, hier müssen wir noch was ausliefern. Alkohol. Ach, das fällt mir ein. In Radeberg hatten wir auch noch was offen dazu. Hier haben wir die Arbeiter auch deaktiviert. Wir machen mal überall 5 Arbeiter rein, glaube ich. Polizei ist aktiv. Hier machen wir... Ach, hier sind eh nur 2 Arbeiter drin. Ah, okay, dann ist das okay. Hier machen wir auch mal die Mindestanzahl jeweils. Und hier auch. So, Alkohol. Wer braucht das? Das Strandcafé natürlich. Der Pier braucht keiner. Das Thermalbad auch nicht. McDonald's wird sicher was brauchen, aber da haben wir es schon eingestellt. Okay. Gut, dann brauchen wir nur das für das, das Café, den Alkohol. Ja. Gut. Dann wird es Zeit, dass wir jetzt langsam die Atomindustrie richtig aufbauen. Und dafür brauchen wir die Brücke, aber die wird ja gebaut. Es fehlt nur noch 123 Tonnen Asphalt. Okay. Ja, schön. Lubmin wird was. Die Gleise, die wir hier bauen, wie weit sind die denn gekommen? Das läuft gut. Beide Richtungen werden gebaut. Alles klar. Hier ist auch gerade der Zug drin. Und offensichtlich funktioniert jetzt auch die Rückfahrt. Ich muss hier keine Züge mehr nach Hause beamen. Hoffe ich. Da war ja hier immer das Problem an der Weiche. Ja, funktioniert. Gut. Wie sieht denn die Gleisverbindung auf der anderen Seite aus? Da hatten wir ja hier Ersatzgleise bauen lassen oder planen lassen. Oh, bis hierhin sind sie gekommen. Und hier wird gebaut. Sehr gut. Das heißt, die Gleise von der anderen Richtung werden dann auch bald angefangen. Schön. Dann geht es jetzt nur noch darum, in der Folge uns um das neue Vertriebszentrum in Radeberg zu kümmern. Da war nämlich das bestehende Vertriebszentrum für den Einzelhandel völlig überfordert. Denn die Lieferkette hier und die Anzahl der Konsums und Cafés, was die hier beliefern müssen, ist super groß und super lang, meinte ich. Und bevor hier ein Problem entsteht, hätte ich gerne, dass wir die Fleischversorgung in ein neu gebautes VZ überführen, was denn hier steht. Und die ganzen Fleisch-LKWs wird man dann gleich mal umsortieren, aber vorher machen wir erstmal hier die Aufgaben. Also, wir haben diesen Konsum, wir haben diesen Konsum, wir haben diesen Konsum und diesen Konsum. Dann haben wir die Gefängnisse, 1, 2, 3, 4 und das war's, glaube ich. So, die Quelle vom Fleisch. Die ist hier. So, beladen.
Die Prozentwerte stellen wir alle mal auf 80%. Okay. Dann die Fleisch-LKWs. Oder Kühl-LKWs sind es natürlich. Du bist gerade unterwegs. Die drei sind nicht unterwegs. Die können wir mal hier rüberziehen direkt. So. Und dafür kaufen wir neue geschlossene LKWs. Ich sehe, ich habe mir die kleinen LKWs genommen. Die nur 5,5 Tonnen laden können. Vielleicht ist auch das das Problem. Warum das sehr viel... Ja, überfordert war es ja noch nicht, aber es war sehr hoch ausgelastet. Aber dann kaufen wir mal trotzdem die bestehenden schon. KMZ 5320. Der hier. 1, 2, 3. Ach, okay. Ich dachte eigentlich, dass sie anfahren, aber dadurch, dass wir den realistischen Mond nicht anhatten, ist das nicht passiert. So, die Rest, die sind, glaube ich, noch 2 Kühl-LKWs offen. Die sind gerade unterwegs. Die versuche ich mal dran zu denken, wenn die leer sind, dass ich die umziehe. Okay. Hat das Ding vielleicht noch andere Versorgungsaufgaben? In Bula vielleicht noch? Wer versorgt eigentlich Bula? Das ist eine gute Frage. Wir haben hier das Geschäft. Da gibt es in Bula ein Vertriebsbüro. Okay. Und hier den Einzelhandel. Okay, das macht Bula selbst. Gut, gut, gut. So. Kies sieht super aus, aber da gibt es ja jetzt hier auch den einen Spezialzug, der hier Kies ausliefert und von der Grenze her importiert. Ach, apropos Kies. Mal gucken, wie weit unsere Bauaufträge in Neustadt sind. Da hatten wir ja vorbereitet, dass wir einen zweiten Kiesverarbeitungsanlage bauen, weil die eine vielleicht überlastet ist. Wobei es gar nicht überlastet ist. Aber da hatten wir vorbereitet, dass wir das Abwasser hier abreißen können. Und wir hatten diesen Abwassertank gebaut. Das sieht gut aus und dann können wir den hier abreißen jetzt. Denn der steht einer neuen Kiesverarbeitungsanlage im Weg. So. Der kommt bitte weg. Der Gehweg kommt weg. So. So, und jetzt müsste die Kiesverarbeitungslage eigentlich hinpassen. Ja. Und Frage ist dann, ob wir die Straße rauskriegen. Und ob wir auch die Arbeiter hinkriegen, das ist auch noch eine Frage. Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. So, das ist das weiteste weg von der Straße da oben, wie es geht. Einmal so. Ja, die Straße muss auf jeden Fall rausgehen. Ist nur die Frage, wie. So nicht, schade. Aber so. Gut. Wie kriegen wir hier eigentlich die Arbeiter hin? Aktuell wird das Ding vermutlich versorgt über die Haltestelle. Und Frage ist, kommen die da auch hin? Vermutlich schon. Andererseits, der Gehweg von diesen Gebäuden her müsste eigentlich auch stimmen. Das müsste auch gehen. Aber die Gebäude sind leer.
Ah, die hatte ich damals gebaut und nicht, nicht immer angeschlossen. Okay. Da könnten wir aber notfalls welche einziehen lassen. Im Übrigen, Arbeiter für die Kiesgruben, diese Kiesgruppe hatte ich ja mal angestellt, dass jetzt hier auch Arbeiter arbeiten können. Das nehme ich mal wieder raus, dass da weiterhin nur über den Bagger die Arbeiter laufen. Und diese Kiesgrube ist auch in Reichweite dieser Haltestelle. Und dann nehme ich mal das nur auf die Hälfte. Die hier oben ist nicht in Reichweite und die funktioniert ohne Arbeiter. Gut, dann können hier die Kiesverarbeitung gebaut werden. Und als letzter Blick noch fällt mir ein, wir haben hier ein VZ geplant, ein neues. Und das nenne ich auch gleich mal um. VZ Neustadt Treibstoff. Das soll nämlich die Treibstoffversorgung abnehmen, dem anderen VZ, was in Spremberg steht. Und das ist überlastet, das hat die Maximalanzahl an Aufgaben. Und da brauchen wir jetzt hier nur noch zwei Öltanks. Und dann weisen wir in der nächsten Folge hier dann ein paar Aufgaben zu. Denn das Problem ist, dass diese Kiesgruben, eigentlich alle Kiesgruben, auch die bestehenden, die haben keine eigenen Treibstoffversorgung und da müssen die Bagger immer irgendwann losfahren, so langsam wie sie sind, zur nächsten Tankstelle und die war hier irgendwo da. Und gerade die neuen Kiesgruben, die sind relativ weit weg und da will ich die Treibstoffversorgung direkt in die Kiesgruben reinmachen. Ah, aber Moment, dafür brauchen sie Strom. Und ich glaube, da hinten haben wir keinen Strom. Die hat Strom, die auch. Ah, die da oben nicht mehr. Verdammt. Okay. Gut, noch ein nächstes Problem. Wir haben hier aber einen Transformator. Da können wir uns anschließen, glaube ich. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Folge dann. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht wieder. Macht's gut und tschüss.